Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute möchte ich euch 5 weitere Action Gameboy Geheimtipps vorstellen. Ich habe ja schon vor einiger Zeit mal ein Video gemacht und euch da 5 Stück vorgestellt aus dem Genre der Action und das kam ja bei euch sehr gut an und deswegen habe ich euch jetzt mal 5 weitere Spiele mitgebracht, die auch durchaus empfehlenswert sind, denn ihr könnt euch denken, das Genre ist sehr populär und da gibt es mehr als 5 Geheimtipps. Eines vorweg natürlich, wie immer, die Tipps, die ich hier euch gebe, sind natürlich jetzt nicht für jeden ein Geheimtipp, das ist klar. Jeder hat einen anderen Wissensstand und wenn ihr vielleicht auch ein paar gute Titel wisst, ab in die Kommentare damit. Ich gucke mir die gerne mal so ein bisschen an. Aber genug der langen Vorrede, fangen wir mit dem ersten Spiel an. Und zwar haben wir hier Blaster Master Junior. Auf den ersten Blick sieht das Spiel gar nicht so spektakulär aus, so ein bisschen Bomberman-mäßig, ne? Also ihr spielt so eine kleine Figur, läuft durch ein Level, das ist vielleicht nicht so ganz rigide, labyrinthartig gestaltet wie bei Bomberman, legt aber auch dort Bomben, um gewisse Steine wegzusprengen. Aber das Spiel nimmt dieses Grundprinzip und erweitert das etwas, nämlich ihr habt nämlich auch eine Pistole. Ihr habt, wenn ihr Gegner habt, könnt ihr die auch mit eurer Pistole erschießen. Das ist natürlich so ein bisschen komplizierter und dauert etwas länger, als wenn ihr die jetzt wegsprengt. Dafür ist es logischerweise wesentlich einfacher zu handeln, als erstmal eine Bombe zu legen und den Gegner dorthin zu locken. Jeder, der mal Bomberman gespielt hat, weiß diese Problematik. Und dadurch wird dieses Grundspielprinzip etwas erweitert. Und auch die Levels sind ganz anders gestaltet, sind wesentlich weitläufiger und ihr müsst immer zum Ausgang kommen. Das Problem ist natürlich nur, der Ausgang ist verschlossen. Wie soll das anders sein? Also sucht ihr erstmal in dem Level den Schlüssel, um den Ausgang dann freizuschließen. Auf dem Weg braucht ihr auch noch verschiedene Items, wie zum Beispiel Lampen, wenn ihr in einen sehr dunklen Bereich kommt und nicht sehen könnt. Und diese ganzen Sachen findet ihr, indem ihr halt Wände wegsprengt. Das heißt, es ist eine sehr interessante Mischung, so aus einer Art Abenteuermodus, würde ich es mal fast bezeichnen, und Bomberman. Und dadurch durchaus mal einen Blick wert. Da gibt es ja auch an den Vorgänger auf dem NES, das spielt sich, soweit ich weiß, etwas anders. Aber Blaster Master Junior auf den Game Boy ist durchaus mal einen Blick wert. Wenn euch die Spielszenen gefallen, spielt mal rein. Als nächsten Titel habe ich einen Titel, der dürfte zumindest von dem Namen her kein Geheimtipp sein, und zwar Double Dragon. Es gibt ja so einige Double Dragon Spiele für den Game Boy und gefühlt wurden die nach und nach immer schlechter. Also der dritte Teil ist ganz mies. Das hier ist es der erste Teil, den ich euch empfehlen würde. Der spielt sich auch sehr gut wie die Vorlage. Aber wer mit dem Namen nichts anfangen kann, worum geht's? Im Prinzip ist es ein ganz, ganz einfaches klassisches Beat'em-up. Das heißt, ihr spielt eine kleine Figur und müsst halt immer von links nach rechts laufen und dann halt Gegner kloppen. Ihr könnt dann dazu springen und halt schlagen. Und natürlich gibt es ab und zu auch mal eine Waffe, die die Gegner fallen lassen und ihr aufsammeln könnt, um die dann besser zu erledigen. Ist sehr kompetent und sehr gut umgesetzt worden. Auch die Grafik, die finde ich sehr passend, läuft alles super. Und was sie in den späteren Teilen irgendwie vergeigt haben, ist dieses Spielgefühl. Denn kloppen ist nicht gleich kloppen. Und das wurde hier im ersten Teil sehr, sehr gut umgesetzt. Das Spiel hat natürlich so einige Nachteile. Das heißt, der Umfang ist natürlich genre-typisch oder was Beat'em-ups angeht, klassisch relativ gering. Ihr spielt da relativ schnell durch, wenn ihr wisst, was ihr machen müsst und so weiter. Die Gegnervielfalt ist vielleicht jetzt auch nicht die tollste und beste, aber das Spielgefühl passt einfach und bei so einem Spiel kommt es darauf an. Und deswegen möchte ich euch Double Dragon wärmstens ans Herz legen. Haltet nur ein bisschen Abstand von den weiteren Teilen. Als nächstes habe ich Dyna Blaster. Wie der erste Titel, Bomberman, ist das jetzt hier Bomberman. Also hier im Westen ist es Dyna Blaster, beziehungsweise bei uns in Europa heißt es Dyna Blaster. In den USA heißt es anders und in Japan heißt es, soweit ich weiß, auch wirklich Bomberman. In den USA heißt es Atomic Punk, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist wirklich richtig klassisches Bomberman-Gameplay. Da mögt ihr euch jetzt vielleicht fragen, ja, Bomberman macht es aber nur so richtig Bock im Multiplayer. Ne? Wir kennen alle die Matches, wir haben sie auf diversesten Konsolen und Systemen gegen unsere Kumpels gespielt. Aber
Gameboy mit Multiplayer, das ist ja immer so eine Sache. Man muss ja erstmal wen finden und heutzutage ist es eher noch schwerer. Aber das hat eine sehr, sehr, sehr geile Singleplayer-Kampagne. Und zwar habt ihr erstmal eine Auswahl aus einer Welt mit verschiedenen Welten, wo ihr denn hinreisen könnt. Und wenn ihr die durchgespielt habt, bekommt ihr ein gewisses Power-Up, wie zum Beispiel schneller laufen. Und wenn ihr dann die nächste Welt ansteuert, könnt ihr das in einem Laden im Vorfeld schon mal kaufen und dann in dieser Welt nutzen. So habt ihr so ein bisschen, vielleicht so Mega Man-mäßig, könnt ihr euch entscheiden, okay, welches Power-Up will ich jetzt zuerst nutzen und so weiter. Das Gameplay an sich ist natürlich einfach, ne? Also eine Welt besteht immer aus mehreren Leveln. Ihr habt dieses typische Labyrinth mit Steine wegsprengen und natürlich auch Gegner. Ich kenne das ganze Spiel. Aber durch diese sehr, sehr schöne Einzelspieler-Kampagne eröffnet sich dann noch so eine ganz eigene Facette, finde ich. Und dadurch ist es durchaus auch mal einen Blick wert. Als nächsten Titel habe ich euch eine Arcade-Umsetzung mitgebracht, und zwar Elevator Action. Das ist ein relativ frühes Arcade-Spiel im Original. Und dann mögt ihr euch jetzt vielleicht sagen, okay, Elevator Action, Aufzugs-Action, was soll das sein? Also im Prinzip spielt hier ein Geheimagenten und infiltriert ein Hochhaus. Das ist, sieht ja aus der Seitenperspektive, das ist immer ein Level. In der Mitte ist meistens ein Fahrstuhl, beziehungsweise auch an den Seiten und so weiter. Das ist dann quasi ein Wolkenkratzer im Querschnitt. Es gibt verschiedene Etagen mit verschiedenen Räumen und Gängen. Und eure Aufgabe ist es, in diesen Leveln eine gewisse Anzahl von Datendisks zu bergen. Und dann müsst ihr nach ganz unten ins Erdgeschoss, um euch euren Fluchtwagen zu besteigen. Zur Auswahl stehen euch da natürlich verschiedene Waffen, weil es gibt natürlich Gegner, die euch davon stoppen wollen, logischerweise. Und so müsst ihr halt immer gucken, okay, wie navigiere ich jetzt am besten durchs Level? Welchen Fahrstuhl nehme ich jetzt? Welche Ebene gehe ich jetzt? Und wo sind die Türen überhaupt? Weil es gibt natürlich nicht nur die Türen, wo sich die Datendisks hinter verbergen, sondern natürlich auch so sonstige Power-Ups wie Waffen und so weiter. Und es gibt natürlich auch Türen, die überhaupt nichts machen. Und so ist halt immer, hat eine sehr große taktische Komponente, weil natürlich die Gegner sind sehr stark und sehr viel. Und da müsst ihr eher mal gucken, den Gegnern aus dem Weg zu gehen und nicht immer so den Frontalangriff zu suchen. Sehr schönes Spiel, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und als letztes habe ich euch ein ganz besonderes Spiel mitgebracht, und zwar Cosmo Tank. Das Spiel sieht auch auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr unscheinbar aus. Ne? Also ihr spielt aus der Obenperspektive, auf der Draufsicht ein Panzer und fahrt durch ein relativ freizügig gestaltetes Level. Ne? Ihr könnt ja heute in 8 Richtungen sogar steuern und natürlich auch schießen. Ihr habt da so Gegner, das ist meistens irgendwie so insektenähnliche Gegner, und die schießt ihr halt platt. So. Die Besonderheit kommt dann aber, wenn ihr eine Höhle betretet, ne? Es gibt an Leveln halt auch mal so ein Höhlensystem, und wenn ihr da reinfahrt, ändert das Spiel seine Perspektive komplett in eine Ego-Ansicht. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich zu Recht sehr skeptisch, was diese Ego-Ansicht auf den Gameboy geht, weil denkt an die technischen Limitationen, die das System so mit sich bringt, aber ist natürlich so ein bisschen abgespeckt, also ihr könnt euch da nicht komplett frei bewegen, wie jetzt, keine Ahnung, in Quake oder in Doom, sondern bewegt euch von Kachel zu Kachel und könnt euch dann halt in alle Himmelsrichtungen, leider nur die 4 und nicht Nordwest und sowas, halt umdrehen und müsst euch dort auch Gegner bekämpfen. Das gestaltet sich natürlich alles so ein bisschen nicht ganz so einfach, weil natürlich ihr habt dann Fahnenkreuz in der Mitte, aber ihr könnt das Fahnenkreuz natürlich nicht bewegen, wie man es jetzt von heutigen Spielen gewohnt ist. Aber da müsst ihr halt immer gucken, welche Himmelsrichtung ist der Gegner, und dann halt versuchen, den ins Fahnenkreuz zu bekommen und schießen und so weiter. Da finden natürlich auch die Bosskämpfe statt, und es ist einfach wunderbar, dass man das wirklich so gut hier auf dem System umsetzt und leider so zwei gut umgesetzte Spielprinzipien hat. Und es gibt sogar noch eine Art dritten Spielmodus. Und zwar, wenn ihr eine Welt erledigt habt und zur nächsten Welt reist, dann ist das nicht einfach nur so, okay, ihr seid da, sondern dann switcht das Spiel in so eine Art Shoot'em-up. was quasi den Weg dann zu dem nächsten Planeten simuliert. Und auch das ist relativ gut umgesetzt worden. Also im Prinzip erwarten euch in diesem Spiel 3 Spielprinzipien, die alle gut umgesetzt wurden. Und hey,
was wollt ihr mehr? Sonst gibt es natürlich das übliche, ne? Waffen-Upgrades, Schilde und so weiter. Also da ist es relativ konservativ, aber es punktet wirklich durch diese ganz, ganz krass verschiedenen Spielmodi. Und deswegen kann ich euch das Spiel wirklich nur wärmstens empfehlen. Ja, und dann haben wir hier schon meine 5 Gameboy Geheimtipps, was das Action-Genre angeht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen und einen Kommentar freuen oder eines von beiden. Und wie gesagt, wenn ihr auch Geheimtipps habt, ab in die Kommentare damit. Ich schaue mir die gerne mal an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.